Ja, es ist seltsam mit dem Alter. Wenn man 13 und noch Kind, weiß man ganz klar, dass das Alter so um 20 rum beginnt. Ist man aber selber 20, denkt man nicht mehr ganz so steif. Glaubt ihr doch, mit 30 sei man für den Sperrmüll reif. Die 30er, schon sehr erfahren und von Lebenskampf geprägt, haben den Beginn des Alters auf Punkt 40 festgelegt. Die 40er mit Hang zum Grübeln sagen dumpf wie ein Fagott, 50 sei die Altersgrenze und von da an sei man Schrott. Die 50er sind schon viel weiser und noch voller Lebenskraft, schieben all sein Weh sehr weit von sich. Erst ab 60 fehlt die Kraft. Die 60er sind Lebenskünstler, gleichen aus mit List und Geist und wissen, dass genau mit 70 die Natur uns Grenzen weist. Doch die 70er und 80er, die Klugen, glauben überhaupt nicht dran. Jung sind alle, die noch leben, lieben, lachen, singen, weitermachen. Alter, ha, fängt mit 100 an. Hallo, Hallo, Hallöchen, grüß euch, grüß Hallöchen. dich, Hallöchen, jung, Schatzelchen, jung gebliebene, ne? ja, Mit Alter. Alter fängt mit 100 100 an. an, ne? Jawohl. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Haben wir noch ein bisschen Genau. Zeit, Dann ne? musst du mich tragen, Christoph. Ja, 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 Ach Gott, ja, aber. ja. Aber es fängt ja, das Leben fängt ja an, wenn wir auch uns immer dazu bereit erklären, ne? Wir sagen, jetzt fängt es an, ne? Und Ja, das ist ja. ja eigentlich auch der Punkt, jetzt, ne? Jetzt. In diesem Sinne, In diesem Sinne. willkommen mal wieder bei Kaffeeklatsch, willkommen zu Hause. Ja. Wie geht's, wie steht's? Gut, Die gut. Geranien werden bald ihre Ja. Blüten lassen Guckt hinter. euch das mal an, die tollen Geranien. Und das tut mir immer richtig weh, die abzuschneiden. Ja. Aber das muss so sein, damit die neuen Blüten wieder kommen, ne? Naja, Wie ist das immer, ne? und dazwischen werden jetzt Tannenzweige gesteckt wegen Ach Weihnachten. ja, das ist ja jetzt auch schon. Und Wir die haben ja schon Lichterkerzen, ja schon den wieder. 10. November, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Gute Und wir haben Blüten. noch keinen Frost, Gott sei Dank. Also Ja. das finde ich natürlich auch ganz schön, weil wir nämlich die Oleander mal draußen lassen. Ne? Jedenfalls haben wir. Das habe ich das vor, dass das Schauen wir klappt, mal, dass sie ne? nicht kaputt gehen. Ne? Richtig, ja. Schauen wir mal. Sagen wir erstmal Prüsschen. Ja, dann Prüschen euch Willkommen bei allen. Ne? Kaffeeklatsch. Willkommen zu Hause wieder mal, Ja, ne? und freut euch auf die 100. Ne? Ja, genau, ne? Freut euch auf Und da habe ich ja noch die Zukunft, ne? so ein Zitat gelesen, was natürlich auch wieder aufbaut. Und mal sehen, ob ich das noch fertig kriege. Ob ich das noch. Wenn man es richtig versteht, alt zu werden, ist es durchaus kein Schrumpfen, sondern ein Wachsen, Wachsen. ne? Ja. Das Alter schenkt eine Heit, nein, das Alter schenkt eine Klarheit, deren die Jugend völlig unfähig ist, Aha, und ja. eine Heiterkeit, die der Leidenschaft bei weitem vorzuziehen ist. Aha, ja, sehr Na schön, gut, von ja. Marcel Provence Sehr schön, ja. ist das Zitat. In diesem Sinne sage ich mal. Ja, aber das ist wahr auch mit der Heiterkeit. Also mir geht es jetzt jedenfalls so. Es passieren schlimme Dinge Lecker, und ich ja. lache noch mehr. Ja. Ja. Sehr lecker. Zitrone Sehr, und sehr lecker. Tiramisu-Törtchen. Ja, super, super, super. Und hast du eigentlich heute wieder mit Afrika Ja, aber wir haben kommuniziert? jetzt zu der jetzigen Zeit, da ist ein Treffen in Ghana, findet statt. Da treffen sich ein paar Leute, ne? Das ist ja auch eine tolle Sache für die, die das nicht wissen. Ne? Heart ist eine Organisation, die ich ins Leben gerufen habe. Ja. Und das ist was ganz Einzigartiges, weil es sich nicht einfach, es ist nicht eine Frage, den Leuten einfach Geld zu senden, damit sie was zu essen haben. Weil es gibt natürlich unglaublich viel Armut da drüben. Ja. Aber die Wurzel, die Armut ist ja eigentlich nur das Symptom des Problems. Ja, weil die Leute wirklich einander nicht helfen. Und jeder sucht nach Hilfe. Aber das ist ja ein Fass ohne Boden. Du kannst ja Leuten nur helfen und das endet ja nie. Ne? Ja, das Deshalb ist stimmt. ja die Idee von HEARTS, die Abkürzung ist ja, helfen afrikanischen Flüchtlingen zu helfen, sich selber zu helfen. Helping African refugees to help themselves. Und das ist eigentlich der Punkt, den Leuten auch mal so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gemeinschaftsgefühl zu geben. Vor allen Dingen, weil es gibt ja auch viele Waisen, Witwen in dieser Gruppe, die da völlig allein sind, die haben keiner. Der sich um die kümmert, ne? Und dass die auch das Gefühl, dass sie zusammengehören, ne? Ja, und auch dass sie auch einen Sinn haben, ihres Lebens wieder zu erkennen. Ne?
Und auch zu erkennen, hör mal, sie können Veränderungen erschaffen. Ja. Aber kannst du nicht auch mal darauf einwirken, dass sie nicht so viele Kinder in die Welt setzen? Ja, das ist ja so schlimm. Das finde ich so furchtbar. Das ist eigentlich so gewissenlos. Menschen. Ja, aber das ist für die. Ist es, die denken nur an sich. Ja, natürlich, ja. Ja, wenn sie auch nichts haben, ich meine, stell dir mal vor, du hast gar nichts. Naja. Es ist natürlich dann schwierig, sich dann auch die größere Sichtweise zu haben, um zu erkennen, hör mal, was ist wichtig für die Gemeinschaft. Machen wir ein Boppelchen. Natürlich, ja. Und die fühlen sich dann natürlich alle toll und super. Das ist natürlich wunderbar, ein Kind zu haben. Ne, und sich darum zu kümmern. Aber dann ist es auch so, dass viele die Kinder dann vernachlässigen, ne, und sich nicht darum kümmern. Und das ist also nicht so schön. Ja, sehen die denn nicht auch mal Fernsehen? Die sehen doch auch Fernsehen, ne? Ja. Ich meine, wie wir auch hier die Kinder sehen, die so halb verhungert, so wirklich grauselig. Und die sehen das ja jeden Tag, ne? Die sehen das ja jeden Tag. Ne? Und das ist ja das Paradox irgendwie, ne? Dass auch wenn die in der Armut leben, in der extremen Armut leben und überhaupt nicht das Geld haben, sich selber zu unterstützen, Die sind hungrig und haben nichts, aber die bringen Kinder in die Welt. Und die sind dann auch hungrig. Ne? Aber für die ist auch Kinder oft eine Versicherung für die Zukunft, weil die Kinder sich dann auch um sie kümmern sollten. Was auch oft nicht der Fall ist. Ja, ne? Wenn die so krank sind und so nichts zu essen haben und fast verhungert sind, dann können sie sich auch schlecht um die Eltern kümmern. Richtig, ja. Oh Gott, das ist also wirklich schön. Wie soll man das bloß in den Griff kriegen, das ganze Afrika? Well, das ist das Problem. Ja, das ist. Ich habe auch gestern wieder jemanden getroffen, der hat da seine eigene Organisation. Und das ist auch eine internationale Organisation, der wirklich hilft den Leuten in einer großen Art und Weise. Ja. Aber der kam auch zu mir und suchte nach Unterstützung, suchte nach Hilfe. Und sagte mal, Junge, ich kann das nicht. Weil ich mache nicht schon genug mit dieser Sache mit Hearts. Ja. Und wir haben ja auch keine Sponsoren. Ne? Aber den Leuten, die hören da auch irgendwie nicht zu, weil die alle suchen nach Hilfe, alle suchen nach Unterstützung. Und das ist wirklich das grundlegende Problem. Ja. Ja? Weil ultimativ, und da haben wir auch gerade mit der Simone gesprochen, gute Bekannte von mir, über das Thema helfen. Wie können wir wirklich einander helfen? Und natürlich, vor allen Dingen da drüben, wenn da so viel Armut herrscht, ne, dass jeder sucht nur nach ein Stückchen Brot oder sucht nach ein bisschen Geld. Ne? Und wenn du denen hilfst, oder für die, das bedeutet Hilfe. Sende mir was, gib mir Geld, hilf mir. Ja. Aber in gewisser Weise erschaffst du ja auch nur so eine Art Abhängigkeit dadurch. Ja, weil die Leute sind dann auf dich angewiesen und die lernen nie, sich selber zu helfen. Die lernen auch nie an sich selber zu glauben erstmal. Die verlassen sich auch so auf deine Hilfe. Ja, natürlich. Ja. Die suchen nur nach Hilfe. Ne? Und das ist eigentlich der Grundgedanke von Hearts, das zu ändern. Ja. Und deshalb ist da heute auch so ein Treffen und da hoffe ich, dass da auch einiges... Meinst du das aber? Ja, wir werden sehen. Das Hoffens ist kein Ende. Ja. Wir werden sehen. Ja. Ich habe gerade wieder ganz erschütternd das gelesen von Oppenheim, dass so eine Frau angegriffen wird, weil sie Frauen liebt. Aha. Und aber so schlimm, so schrecklich, Christoph. Ach, also nee, wie ist das bloß möglich, du? Weil du fragst dich ja immer, wie ist das möglich? Man kann sich doch mal nur in die Schulen angucken, wie Kinder auch behandelt werden. Die werden ja schon so gemobbt, wenn sie irgendwie ein bisschen andersartig sind oder die Kinder machen sich über andere lustig in der schlimmen Art und Weise. Ja. Und dann wachsen diese Kinder auf, ne? Und dann natürlich kommt sowas zustande. Ja, aber Christa, das ist ja nicht normal. Derjenige, der das gemacht hat, der sowas mit Vergasen und so weiter und das an die Tür hängt von ihr. Also irgendwas stimmt doch bei dem, der ist vielleicht nicht ganz klar im Kopf. Ja, dann sind wir ganz klar. Ich gehe da immer wieder hin, guckt man sich die Politik an, guckt man sich unsere Regierungsoberhaupte an, ne? Wie sie sich immer noch über ihre eigenen persönlichen Interessen streiten und dann auch rechtfertigen, dass wir irgendwo in ein anderes Land einmarschieren und da Milliarden für die Waffenindustrie ausgeben. Ne? Und das ist verrückt. Wir leben in einer verrückten Welt. Wir alle sind in dieser Welt aufgewachsen, ne? und einige können das besser verarbeiten als andere. Ne? Mhm. Deshalb, ne? Das Problem ist das System, sage ich ja immer. Ne? Aber das ist... Und das Thema ist das Thema und das Thema wiederholt sich immer wieder. Ne? Ja. Das ist auch der Irrsinn zwischen denen, ja, die was haben und die nichts haben. Wenn man sagt, die Guten und die Bösen. Wir gegen die anderen. Die Armen und die Reichen. Richtig, ja, weil die entwickeln sich ja aus diesem Bewusstsein. Ne?
Und das ist immer dieses Getrenntsein. Ne? Wir haben so viele Millionäre, Chris, wahnsinnig viele Millionäre. Ich sage den Leuten auch, Geld. Die könnten dir auch das abgeben. Ne? Ja, aber das ist. Aber man kann, das, wie gesagt, das ist ja genau wieder die Sache. Den Leuten einfach Geld zu geben, ist nicht die Lösung. Mhm. Das ist nicht die Lösung. Ich finde diese Idee, so gut sei dein Geld wert. Das heißt, bedeutet wirklich, oder beherzige diese Idee, dass immer der wirkliche Reichtum liegt in dir selber. Wir alle sind zu so viel fähig, ne? Aber wenn wir uns nur abhängig machen von dem Externen, von dem, dann wird das natürlich nichts. Ne? Aber deshalb sind wir ja hier. Ne? Ja. Und wir werden ja jetzt auch, glaube ich, langsam oder sicher mal so ein paar Leute hier auch einladen. Ich habe da jetzt auch so eine Anzeige schon seit längerem geschaltet, so für Gemeinschaftsbildung. Und das Interessante ist, das gucken sich also viele Hunderte an und auch schon nach kurzer Zeit. Also da ist ein großes Interesse, aber ich sehe, da ist auch eine große Zurückhaltung der Leute. Weil das aber ist natürlich, das ist, die Leute haben da so ein bisschen so komische Gefühle, ne? Weil das ist auch so undeutsch. Ne? Die Deutschen sind ja eigentlich jeder für sich selber, ne? Und jeder hat da so sein Schrebergärtchen und die Abgrenzung, ne? Und die eigenen Familien und die eigenen Feiern, aber so die Idee von Gemeinschaft und alle kommen da rein und alle tragen was bei. Ja. Da müssen wir mal abwarten. Aber, Tee trinken. Nee, mal Kaffee trinken, ne? Mhm. Richtig. Na, da ist auch eine Angst dahinter. Sich auch anderen gegenüber zu öffnen, ne? Andere in dein Leben reinzulassen. Naja, weil auch diese Form der Gemeinschaftsbildung, ich sage ja Gemeinschaftsbildung durch Kommunikation. Und das ist ja Kommunikation, die wirklich vom Herzen kommt. Also wo wir von der tieferen Ebene kommunizieren, nicht nur dieses tägliche Geschwätz. Ja. Und dieses Rumgelabere, ne? Mhm. Was hast du im Urlaub gemacht, was hast du da im Fernsehen gesehen, ne? Dieses ohne Sinn und Verstand einfach reden, nur um des Redens willen. Was hast du gegessen? Ja, genau sowas in der Art, ne? Wer ist gestorben, ne? Wer ist krank, ne? Und die Leute erzählen über ihre Krankheiten oder über ihre Problemchen, was ja eigentlich eine wichtige Sache ist, ne? Mhm. Aber anstatt einfach nur darüber sich auszulassen, was so passiert, auch in seinem eigenen Leben und in der Politik und über Dinge, über die man eigentlich keinen Einfluss hat, wirklich mal zu sehen, hör mal, die Zeit der Veränderung, darum geht es ja, ist ja jetzt. Mhm. Und die Veränderung der Welt, da hat ja Gandhi wirklich was sehr Richtiges gesagt. Wir müssen die Veränderung werden, die wir in der Welt sehen möchten. Unsere Politiker können das nicht, die werden das nie. Weil die Politiker, die sind in der Matrix, die sind in der Maschine gefangen, ja, nur produzieren, konsumieren, damit das System funktioniert. Ja. Weil das System ist ja das Problem, das System zerstört ja alles. Ne? Mhm. Ist ja auch die Routine, morgen wieder arbeiten, Montag kommt wieder Schabe-Schabe Häuslebau, die Leute haben keine Zeit, ja. Ne? Und dann kommt wieder Wochenende, jeder macht, was er will, jeder kümmert sich nur um sich selber, jeder sucht sein eigenes Vorteil, aber wir sind ja alle irgendwie gesteuert in diesem System und das ist ja das Problem. Ne? Ja. Und deshalb das Aufwachen, ne? Dafür sind wir hier, das ist der Punkt dieser Sache. Ne? Und viele sind da nicht bereit. Viele haben Angst. Viele finden natürlich auch Sicherheit in diesem System. Es gibt dir eine Art Geborgenheit, wenn man einen Arbeitsplatz hat, der einen bezahlt, wo man anerkennt, wo man seine Arbeit macht, wie auch immer hohl die sein mag. Man kriegt sein Gehalt dafür. Okay. Man hat seine Arbeitskollegen. Hey, was will ich mehr? Ne? Was ist Sicherheit? Das ist, natürlich ist das Sicherheit. Ne? Und da sich aus dieser, es hat ja auch mit der, ein großes Thema ist ja auch die Komfortzone. Die Komfortzone, mhm. sich da raus zu bewegen. Mhm. Weil was mein Komfort ist, ne, da bleibe ich drin in dieser Box. Mhm. Ne, der Bauer macht das, was er kennt. Ne, und alles andere ist irgendwie so ein bisschen. Ja, aber hat er auch Druck natürlich durch die Familie, nicht? Wenn der Kinder hat natürlich, und so weiter, dann muss er ja dafür sorgen. Ja, aber nicht nur von der Familie, das geht natürlich noch im größeren Rahmen. Druck von der Gesellschaft, auch, ne, Druck von der ganzen Welt, ne, von der ganzen Umgebung. Ne? Auch von Freunden auch. Ja. Ne? Natürlich, ja. Und deshalb mal so ein bisschen aus dieser Box raus, nochmal so dieses Anderssein, dieses Umdenken, was ich finde, ist eine sehr wichtige Sache, ne? Das sind viele nicht so damit, das ist nicht so, wie sagt man? So angenehm. Angenehm, ne? Ja, genau. Oder geheuer, wollte ich sagen. Das sind nicht so geheuer, da sagen sie, ne? Da würde ich ja vielleicht meine Sichtweise ändern oder würde ich vielleicht irgendwas in meinem Leben ändern, das möchte ich ja nicht. Veränderung ist ja auch so ein Thema. Ne? Mhm. Veränderung, wir alle suchen ja nach Veränderung, wir alle wollen was Besseres, aber sich selber verändern. Also das hat dein Vater ja wunderbar gemacht. Nicht? Der hat einfach alles hingeschmissen in Lübeck als Dirigent
Oh ja, damals, ist ja. Nach Hamburg gegangen. Ja, das war... Was machst du denn? Das ist ja furchtbar. Da waren wir noch nicht verheiratet. Mhm. Ach, ich werde schon irgendwas finden und ich habe satt, hier zu sitzen und geht nicht weiter. Und die Agenten versprechen mir sonst was und nichts passiert. Und ich werde jetzt als Freier zum Sender gehen in Hamburg. Ne? Wow. Das war, also fand ich enorm. Ich habe ja ein bisschen gezittert. So ein Risiko, ist ein Abenteuer. Das war so ein Abenteuer. Vater, du hast ja auch ein bisschen dieses Abenteuer. Ja, Abenteuerlust. Ja. Also das hat er geschafft, ne? Ja. Also man sagt ja nicht umsonst, wenn man was will, dann schafft man das auch. Alles, was man will, klappt. Ja, was ist das, der größte Wille, der größte Glaube ist die Glaube an die eigene Kraft, der Glaube, der Berge versetzt, ist der Glaube an die eigene Kraft. Ja, das ist ja mein Spruch, weißt du ja. Ne? Und ich habe damals gesagt, du weißt das ja auch, nach fast über 30 Jahren aufgehört, irgendwas zu machen und ich sagte, ich schaffe das und ich will nochmal und ich gehe auf die Bühne. Und so. Das hast du auch gemacht, ne? Hast du dich auch durchgesetzt, ne? Aber wie? Ja, aber hallo. Aber hallo, du. Aber hallo. Wo alle haben mir abgeraten, selbst die Familie, unsere lieben Töchter, Maja und Uta. Der Bruder auch, ne? Ja. Ich war, glaube ich, ein bisschen mehr auf deiner Seite, ne? Ja, du bist immer, also da bist du ja immer auf meiner Seite. Mhm. Aber, du hast auch gesagt, Helen Witter, Auftritt, im Unterhaus. Mach das mal nach, ne? Nee, das musst du erst das mal bringen. Man muss es erst mal bringen, ja. Auch dieser Satz, das musst du erst mal bringen. Genau, das ist so abwertend, weißt du? Ja, so. Mach. So, also. Ja, sag mal, was du drauf hast, ne? Und das hatte ich extra noch so angefragt. So, jetzt aber extra, ne? Jetzt zeige ich es aber, genau. Das hat dein Satz, Christoph, der hat mich beflügelt. Richtig beflügelt. Aber ihr seht, also in diesem Sinne, ne, kann man schon sagen. Also wenn man was will, dann schafft man das auch. Genau, also, richtig. Das ist für euch jetzt gesagt. Wille ist eine wichtige Sache. Ja. Also das Alter ist kein Schrumpfen, ne? Das Alter ist ein Wachsen, ne? Das Alter ist ein Wachsen. Ist ein Wachsen, ja. Auch wenn ja, es nicht unbedingt so ist, ne? Weil es gibt viele, viele Leute, die mit dem hohen Alter so ein bisschen so zurück sich entwickeln. Und ja, es sind auch jüngere Menschen, die auch schon im jüngeren Jahren auch schon unglaublich erwachsen sind. Das hat also mit Alter nicht unbedingt zu tun. Ja, und es gibt sehr viele junge Menschen, die sind schon uralt, ne? Ja, richtig, genau. Das ist es ja auch, ne? Ja, und alte Menschen, die werden immer jünger, ne? Ja, vor allem, wenn sie dement sind. Richtig, ne? Das ist ja auch so eine Geschichte, nicht? Also, wir finden das schrecklich, wenn wir einem Dementen begegnen oder einen in der Familie haben. Finden wir schrecklich, aber der Demente, der ist glücklich, richtig glücklich. Selig sind die geistig arm, sagt man ja, ne? Genau, weil ich finde es immer interessant, weil irgendwie ist ja, wenn jemand dement ist, das ist ja, weil er immer vergisst. Für den ist ja alles neu. Sag ich mal, wer bist du eigentlich? Ja. Das finde ich doch cool, ne? Anstatt da irgendwie ein großes Problem draus zu machen, erzähl es ihm. Das ist immer der Fall, wir machen dann immer so ein Ding draus, ne? Das kommt immer aus der Angst. Das ist ja genauso auch, du sagst mir, genau, sehr richtig, für die Dementen ist das nicht ein Problem, nur für die Angehörigen ist das ein Problem. Ja, ja. Ist genauso, wenn jemand stirbt. Für die Person, die stirbt, weißt du was, ist eine Erlösung. Ja. Das ist eine Erlösung. Und die sind danach wirklich in einem besseren Bereich, in der besseren Welt. Ja? Die sind in einer Welt frei von Schmerz. Ja, aber nur die Angehörigen, für die ist das immer so. Ja, aber Christoph, ganz besonders schlimm, es ist für Angehörige, wenn ein junger Mensch stirbt. Ja, natürlich. Und plötzlich umfällt und natürlich, tot. Auch ein Kind, aber stell mal vor, ein Kind. Natürlich ist das schwierig, aber dann ist es wieder, dann sollte man sich doch besinnen und sagen, es gibt Dinge im Leben, die man nicht verändern kann. Ja. Was kann man denn machen? Du kannst dich darüber verrückt machen, aber so ist es nun mal. Ne? Mhm. Ja. Glaubt man sich immer daran erinnern, wirklich, was man ändern kann. Ne? Ja. Das ist immer die persönliche Einstellung, die wichtig ist. Ja. Ist ja auch kein Ding, ne? Ist auch kein Ding. In diesem Sinne, dann bedanken wir uns nochmal für eure Zeit. Ja. Ne? Hier in Nagenum. Und wenn ihr mal Zeit und Laune habt, würden wir uns freuen, euch hier zu begrüßen. Ne? Also, ciao. Alles Gute, ne? Alles schöne Gute. Woche. Ne? Werdet 100. Bis später, ne? Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tschüss.